Hallihallo, liebe Book of Unwritten Tales Gemeinde. Willkommen im vierten Teil, also nicht im vierten Teil, sondern in der vierten Folge von The Book of Unwritten Tales 2. Es dauert momentan ein bisschen länger, bis ich neue Folgen raushauen kann. Hat alles seine Gründe und es tut mir auch ein bisschen leid. Geht aber im Moment nicht anders. Ich bemühe mich. Ja, wir sind mit Ivo hier in der Bibliothek gelandet und... Ach ja, wenn ich mich... Stimmt, hier ist das Minecraft-Schwert und der Begleiterkurs aus Portal. Hier ist das... Oder in Anlehnung auf die Monster AG. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Hier drüben ist ein komischer grüner Schleim und ein grüner Hut und Trompeten und... Oh, den Helm habe ich noch gar nicht angeguckt. Ein Geschenk aus einem der nördlichen Königreiche. Seltsames Völkchen da oben. Die Männer klettern auf Berge und rufen umherfliegenden Drachen unflätige Dinge in der Drachensprache zu. Ist so eine Art Mutprobe, glaube ich. Helme mit Hörnern. Cool, aber nutzlos. Wikinger. So, aber ich glaube, wir sollten uns vielleicht mal hier ins Schlafzimmer verdrücken. Beziehungsweise... Hatten wir die Bücherregale? Goldschmiedekunst, Steinmetzkunst und ein Buch über Holzbearbeitung. Wie alle Bücher in dieser Bibliothek sind es Geschenke von Gästen. Die Logik dahinter muss sein, die Elfen, die haben doch so viele schöne Statuen und Holzarbeiten. Vermutlich interessieren sie sich dafür. Schenken wir ihnen doch ein Buch zum Thema. Dabei wird dann aber verkannt, dass wir, wenn wir uns für das Thema interessieren, ohnehin schon alles darüber wissen und die Bücher damit nutzlos für uns sind. Verschiedene Bücher über Tiere, ein Atlas, ein Buch über Menschen, eigentlich eher eine Broschüre. Und hier? Angeln für durchschnittlich Begabte. Ich habe keine Zeit, in Ruhe ein Buch zu lesen. Und wenn, wäre es bestimmt kein Buch übers Angeln. Irgendwo hier muss es ein Medizinbuch für Elfen geben. Ach ja, ja, stimmt. Ivo ist ja krank. Das große Pflanzenbuch Aventasiens von Charles Mendel mit Illustrationen von Alexander von Bonpland. Das ist ein Standardwerk, das Arbor früher tatsächlich immer mal wieder zu Rate gezogen hat. Aber mittlerweile behauptet er, er kenne es auswendig. Vielleicht kann ich Arbor bei seinem Problem mit dieser Blume helfen. Mal sehen. Oh Gott. Die Killer-Tomaten. Ja, nee. Da gab's doch mal so einen unglaublich schlechten Film zu. Naja, fangen wir mal ganz links an und gucken uns die magischen Bohnen an. Riesenbohnen, umgangssprachlich auch magische Bohnen, sind sehr selten. Sie sind die am schnellsten wachsende bekannte Pflanzenart. Aufgrund der hohen Kosten für die Bohnen werden sie fast nur im militärischen Bereich eingesetzt. Zum Beispiel bei der Erstürmung hoher Burgmauern. Riesenbohnen, Okay. Killertomaten gehören zu den hinterhältigsten fleischfressenden Pflanzen. Als Tomaten getarnt, lauern sie in Kleingartengebieten auf wehrlose Gemüsefreunde. Ja, nee, ist klar. Passiert einem häufiger. Der Zornbaum trägt mehrfach im Jahr Früchte. Die Früchte des Zorns sind übelgelaunte Kreaturen, die ganze Landstriche in Schutt und Asche legen können. Fiese Gesellen. Stahlmagnolien. Magnolien aus Stahl sehen aus wie normale Magnolien, gehören aber zu den härtesten Pflanzen der Welt. Sie können durch schicksalhafte Frauengeschichten aufgeweicht und anschließend gepflückt werden. Schicksalhafte Frauengeschichten, so. Eintrag über Wachpflanzen. Wachpflanzen, Vigilia audriensis, gehören zu den ältesten domestizierten Pflanzen der Menschen. Sie wurden vor allem in Zeiten von Lebensmittelknappheit geschätzt, da sie weniger Nahrung benötigen als zum Beispiel Hunde, können in Ausnahmefällen ungesunden Blutdurst entwickeln. Beeindruckende Singstimme. In Ausnahmefällen ungesunden Blutdurst.
Holz von intelligenten Apfelbäumen wird häufig für ebenso intelligente wie formschöne Wohnaccessoires aller Art eingesetzt. Mm. Botaniker hielten es lange für möglich, dass es auch andere intelligente Obstsorten geben könnte. Die Suche danach blieb jedoch erfolglos. Intelligente Apfelbäume. Alraunen dürfen nur von erfahrenen Gärtnern angebaut werden. Der Schrei einer Babyalraune kann Menschen im Umkreis von 20 Metern töten. Oh. Na dann lieber so eine Killertomate. Aber hier, das ist doch bestimmt die Blume, die wir suchen. Liebeslilie. Die Liebeslilie geht früh in ihrem Leben eine dauerhafte Beziehung mit einer anderen Pflanze ein, die häufig ein Leben lang hält. Stirbt die Partnerpflanze, überlebt die Liebeslilie die Trennung normalerweise nicht. Diese Pflanze erinnert an die, mit der Arbor gerade Probleme hat. Tja, wollen wir mal? Die Liebeslilie geht früh in ihre... Stirbt... Ja, okay. Steht also nichts weiter drin zur Liebeslilie, aber das, was wir wissen, ist ja im Prinzip auch schon mal erstmal genug. Wollen wir doch erstmal zurück zu Arbor und das Pflanzenproblem in den Griff kriegen. Hallo, Arbor. Oh, Ivo. Ich glaube, ich kenne den Namen deiner Patientin. Liebeslilie. Sonderlich verliebt sieht sie nicht aus. Das ist genau der Punkt. Liebeslilien gehen eine lebenslange Partnerschaft mit einer anderen Pflanze ein. Und wenn sie getrennt werden... Dann lassen sie die Köpfe hängen. Schöne Theorie. Aber die Feen kennen sich mit Pflanzen aus. Sie hätten uns nie eine Liebeslilie ohne ihren Partner geschenkt. Bis später, Arbor. Bis dann. Wie? Also ist das gar keine Liebeslilie? Doch, das steht so. Ich muss den Lebenspartner der Liebeslilie auftreiben. Laut Arbor haben die Feen bestimmt gewusst, dass die Liebeslilie ohne ihren Partner nicht leben kann. Wo kriege ich denn jetzt eine Fee her? Oh Gott. Sehr schön, eure königliche Hoheit. Wie alt wart ihr doch gleich? Sehr gut. Geht das nochmal? Sehr schön, eure... Wie alt wart ihr doch gleich? Ach Mann, sei nicht so ein Spießer, Arbor. Gut, dann gucken wir mal ins elterliche Schlafzimmer. Dieses Minecraft-Schwert ist so geil, echt. Könnte mich immer noch drüber pinkeln. Von außen ließ sich die Tür ganz einfach öffnen. Und wenn es nach mir geht, bleibt sie auch auf. Oh, das ist gar nicht das elterliche Schlafzimmer, das ist meins. Aber was will ich denn hier drin? Gucken wir nochmal in ihr Schmuckkästchen. Perlen, Edelstein. Ich wüsste nicht, wofür ich den Tant momentan gebrauche. Nein, ich habe keinen Durst. Du sollst die Karaffe mitnehmen. Frisches Wasser aus dem Quellbach, dem kleinen Gewässer, das hier im Schloss entspringt. Leute kommen von weit her. Ach, warte mal. Was ist denn hier mit der Blume? Diese Blume wurde uns auch von den Feen geschenkt, genau wie die Liebeslilie unten im Garten. Ich möchte wetten, die beiden gehören zusammen. Ja, das möchte ich nämlich auch wetten. Eingesackt. Und ab zurück in den Garten. Warum sollte man wieder durch die Bibliothek gehen? Wenn man doch einfach vom Balkon hüpfen kann.
Ich habe hier eine Blume, die dir bei deiner Liebeslilie helfen könnte. So? Ja, schau. Schau mal, kennst du diese Blume? Das hast du gut gemacht, Mädchen. Ja, scheint so. Was ist das denn? Heulst du? Nein. Ja? Ich weiß auch nicht. Wie auch immer. Ich hab mir auf jeden Fall erstmal eine Pause verdient. Ja, vor allen Dingen du. Und jetzt dämpft er sich ein. Ah, gucke mal, jetzt werden auch die Bienen ganz ruhig. Ist klar. Der Rauch aus der Pfeife scheint die Bienen beruhigt zu haben. Sie laufen nur noch träge über das Nest. Der Rauch aus der Pfeife scheint die Bienen... Okay. Das ist Arbors kleiner Spaten. Er lässt seinen Kram ständig überall im Garten herumstehen, was Mutter natürlich wahnsinnig macht. Einfach schön. Zwei Pflanzen, die sich gefunden haben und den Rest ihres Lebens gemeinsam verbringen wollen. Naja, so ein Blumenleben ist ja auch nicht allzu lang, ne? Da haben sie auch nicht viel auszustehen. Gut. Dann müssen wir uns jetzt wieder um unsere Krankheit kümmern. Hoffentlich gibt es dagegen auch ein wirksames Mittel. Nicht, dass wir wirklich noch mit diesem komischen Nate zusammenkommen. Das wäre ja grauselig. Ich habe keine Zeit in Ruhe. Irgendwo hier. Holzbearbeitung. Unten im Tal gibt es einen Meisterschnitzer, dem ich früher gerne zugesehen habe. Er kann Tierfiguren schnitzen, die so echt aussehen, dass Menschen und Zwerge glauben, es seien in Holz verwandelte Tiere. Hier geht es aber eher ums Heimwerken. Möbel bauen und solche Sachen. Hobeln Sie das Holz etwa einen Wichteldaumen dick ab und sägen Sie das Brett in zwei gleich lange Stücke. Wer weiß, wofür es gut ist. Einen Wichteldaumen dick. Oh ja, und jetzt hat sie sich das Buch und das Kleid geklemmt. Das ist gut. Ein Buch über Holzverarbeitung. Schleifen, schneiden, hämmern, all das. Ja, ist gut, geht zu. Können wir noch ein Buch nehmen? Wir brauchen noch ein Medizinbuch, oder nicht? Geh in den Garten. Nein, hier ist kein Medizinbuch mehr. Ich habe keine Zeit, in Ruhe ein Buch. Irgendwo hier muss... Dann such doch! Ah, hier ist noch ein Bücherregal. Sieh mal einer an. Was haben wir denn hier? Aha! Almanach der Elfenheilkunde. Das habe ich gesucht. Au! Etwas vorsichtiger, wenn ich bitten dürfte. Ein sprechendes Buch? Eine kranke Elfe? Sehr gut. Kranke Elfe? Ich sehe also krank aus? Was fehlt mir? Nun mal ganz ruhig mit den jungen Pferden. Ich bin mit Sicherheit älter als du. Und das sieht man dir auch an. Ja? Nein, sieht man nicht. Und ich erkenne auch keine Krankheit. Allein die Tatsache, dass ich nach Jahrzehnten zum ersten Mal wieder aus dem Schrank geholt wurde, sagt mir, dass dir etwas fehlt. Ich fühle mich seit einigen Wochen nicht gut. Ich schlafe schlecht, habe keinen Appetit. Ich weiß, dass Elfen nur sehr selten krank werden. Aber wenn es das nicht ist, dann muss es irgendeine Art Zauber oder Fluch sein. Selten krank heißt ja nicht nie krank. Elfen können zum Beispiel an gebrochenem Herzen leiden. Bitte? Es ist eine der häufigsten Todesursachen bei hübschen Prinzessinnen. Es muss etwas anderes sein.
Empfindliche Elfen leiden manchmal unter Weltschmerz. Es gibt eine Reihe Ohrenentzündungen und natürlich könnte es Lupus sein. Aber ich denke, es ist etwas anderes. Was ist es? Um ganz sicher zu sein, musst du einen Trank mixen und trinken. Ist es ernst? Allerdings. Bist du überhaupt qualifiziert, Diagnosen zu stellen? Und warum kannst du sprechen? Ich bin ein magisches Medizinbuch, womit eigentlich beide deiner Fragen beantwortet sein sollten. Ich habe noch nie ein sprechendes Buch gesehen. Natürlich nicht. Ich bin das einzige sprechende Buch hier. Das ist es ja. In der magischen Bibliothek von Seefels können alle Bücher sprechen. Da ist richtig was los. Das kannst du mir glauben. Du bist sicherlich ein Gastgeschenk einer Delegation aus Seefels, richtig? Korrekt. Ich, Narr, habe mich sogar freiwillig gemeldet. Als Buch über Elfenmedizin hatte ich in Seefels nicht viel zu tun. Ich dachte mir, hey, das ist eine Chance auf etwas Praxiserfahrung. Weit gefehlt. Wir Elfen werden nicht oft krank. Und vor allem habt ihr nicht viel für Bücher übrig. Das hier ist das Herz des Elfenreichs. Und schau dir doch an, wie mickrig die Bibliothek ist. Wir haben wenig Verwendung für Bücher. Wir singen Lieder über längst vergangene Zeiten und viele von uns waren selbst dabei. Das ist dann wohl auch der Grund, warum die Elfen immer mit weißer Weste dastehen. Wie meinst du das? Naja, über die Jahre werden die Lieder hier und da etwas verändert und angepasst. So lange, bis das Verhalten der Elfen jederzeit klug und moralisch einwandfrei erscheint. Wer könnte euch das schon nachweisen? Andere Augenzeugen gibt es nicht mehr. Und Bücher auch nicht. Ich will auf der Stelle wissen, was für eine Krankheit ich habe. Manchmal ist es besser, etwas nicht zu wissen. Ich kann es ertragen. Ein Placebo wirkt nur, wenn man nicht weiß, dass es ein Placebo ist. Braue den Trank, dann komme zurück und trinke ihn. Dann wissen wir mehr. Und wenn es doch Lupus ist? Bist du in letzter Zeit von einem Wolf gebissen worden? Nein. Dann kann es nicht Lupus sein. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass es etwas anderes ist. Der Trank. Trinke ihn, dann kann ich dir mehr sagen. Also schön, dieser Trank, was beinhaltet er? Er ist sehr einfach zu mixen. Du musst die grüne Frucht eines Methusstrauchs, einen Löffel Honig und einen roten Hering zerstampfen und mit Wasser zu einem dickflüssigen Trank vermengen. Das klingt ekelerregend. Es ist Medizin. Und wenn ich sie trinke, werde ich wieder gesund? Wir wissen dann zumindest, was dir fehlt. So einen Methusstrauch, wo finde ich den? Keine Ahnung. Ich bin nur ein Buch und habe die letzten Jahre zwischen einem Gesangsbuch und einem Kochbuch für Aufläufe gesteckt. Ein roter Hering? Ernsthaft? Natürlich, warum denn nicht? Rote Heringe sind landauf, landab als besonders nützliche Fische bekannt. Ihre Einsatzgebiete im medizinischen, kulinarischen und literarischen Gebiet sind zu vielfältig, um sie aufzählen zu können. Na gut, also ein roter Hering. Was sind noch gleich die... Die grüne Frucht eines Methusstrauchs. Du musst alles mit etwas Wasser in eine Schale geben und zerstampfen, bis daraus ein... Danke, ich denke, das war erstmal alles. Normalerweise beende ich meine Patientengespräche. Du bist nur eine Prinzessin, aber ich bin Arzt. Das, was er über die Elfen gesagt hat, übrigens finde ich ziemlich klug. Das ist, denke ich mal, gar nicht so weit weg von der, ich möchte mal sagen Wahrheit, auch wenn das alles Fantasy ist. Aber die Elfen mit ihrem aufpolierten Image, das wird ja überall so proklamiert. Was sagt denn die Uhr? Oh, die Uhr sagt schon langsam wieder Feierabend. Von daher würde ich einfach hier mal an der Stelle einen Cut machen und in der nächsten Folge
gucken wir uns an, wo wir diese Methusfrucht herkriegen, wie wir an den Bienenhonig kommen und wo wir einen roten Hering angeln. Bis dahin sage ich danke und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Adios.